Diese Jacke habe ich gekauft, als ich 19 Jahre alt war. Ist also schon ein paar Jährchen her. Langsam wird es vielleicht mal Zeit für eine neue. Deswegen will ich mich jetzt mal umschauen, was es auf dem Markt so gibt. Funktionskleidung muss ja einiges können. Sie muss wasserabweisend sein, temperaturregulierend, am besten noch atmungsaktiv. Gleichzeitig können Beschichtungen und synthetische Stoffe wie Mikroplastik schlecht für die Umwelt sein. Diese Chemikalien sind persistent. Also das bedeutet, sie werden niemals abgebaut, wenn sie einmal in die Umwelt kommen. Ich frage mich da wirklich, geht praktisch und umweltfreundlich zusammen oder widerspricht sich das? Es ist halt schwierig, weil wenn recycelt wird, dann kann man häufig nur eine der Fasern rückgewinnen, qualitativ hochwertig, die anderen halt nicht. Und wie sieht's mit Stoffen wie Wolle oder Lyocell aus? Das klären wir heute. Bevor ich jetzt gleich mal in Geschäften nach Funktionsjacken schaue, gucken wir mal kurz auf die Fakten. Rund 90% der Funktionstextilien bestehen aus Chemiefasern. Die sollen besonders lange halten. Trotzdem, die Modeindustrie insgesamt hat ein riesiges Müllproblem. Bei der Produktion und Entsorgung von Modeartikeln entstehen jährlich 92 Millionen Tonnen Müll. Hinzu kommt, dass beim Waschen von synthetischen Stoffen Mikroplastik abgegeben wird. Und da bin ich bei der Recherche auf einige echt erschreckende Zahlen gestoßen. Schätzungen zufolge schwimmen in unseren Ozeanen 1,4 Billionen Mikrofasern. Hauptverantwortlich dafür, mit einem Anteil von 35%, ist das Waschen von Kunstfaserkleidung. Kommen wir zu den Schadstoffen. Besonders die Beschichtungen können da ein großes Problem sein. Bei Outdoor-Kleidung, wenn es wasserabweisend sein soll, kommen häufig per- und polyfluorierte Chemikalien zum Einsatz, kurz PFC. Die können scheinbar nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Menschen problematisch sein. Warum? Das weiß Viola Wohlgemut. Sie ist bei Greenpeace Expertin für die Felder Giftstoffe und Textilien. Viola, was genau sind denn per- und polyfluorierte Chemikalien? Ja, das sind Chemikalien, die sich zwar sehr kompliziert anhören, aber eigentlich nichts anderes sind als Teflon. Also eigentlich etwas, was wir den ganzen Tag um uns herum haben in unseren Pfannen. Etwas, was unsere Pfanne kann, nämlich fettabweisend und wasserabweisend sein, das kann man damit auch auf Outdoor-Textilien bringen. Das große Problem daran, diese Chemikalien sind persistent. Also das bedeutet, sie werden niemals abgebaut, wenn sie einmal in die Umwelt kommen. Das bedeutet, wir finden die leider schon überall, wirklich in entlegenen Regionen, wirklich in Patagonien haben wir sie auf Bergen gefunden, wo noch kein Mensch war, und sogar in der Leber von Eisbären. Und das ist ein großes Problem. PFC-Verbindungen, beispielsweise von der Funktionskleidung, sind in der Umwelt also nicht abbaubar. Sie können sich im Wasser und im Boden anreichern und werden von Pflanzen und Tieren aufgenommen. Auch in unserer Atemluft sind sie nachweisbar. Über die Nahrungskette können die Stoffe dann in unseren Körper gelangen. Was wir wissen, ist, dass viele davon krebserregende Vorstufen haben, dass sie zum Beispiel zu Nervenschädigungen führen oder auch das Hormonsystem beeinträchtigen können. Wie genau erkenne ich denn, ob da diese Chemikalien zum Einsatz kamen? Ja, das Wichtigste ist wirklich, sich das Label anzugucken, was steht dort drauf. Das ist PFC-frei. Prinzipiell ist es erstmal so, dass es kein Gesetz gibt, das das vorschreibt. Also es ist nicht so, dass die Marktaufsicht darauf achten würde. Was wir aber haben, sind, dass die 80 Firmen, die ein Detox-Commitment von Greenpeace unterschrieben haben, die eben wirklich alle kein PFC mehr drin haben, weil wir das auch einfach getestet haben. Die Liste mit den Unternehmen, die sich verpflichtet haben, auf PFCs zu verzichten, packen wir euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich schaue mich jetzt mal im Fachhandel um. Aus was besteht denn die Kleidung hier so? Recycelte Materialien, 100% Polyester, frei von umweltschädlichen Fluorkarbonen. Worauf achtet ihr denn, wenn ihr Funktionskleidung kauft? Sagt ihr, Hauptsache praktisch, die Funktion geht über alles? Oder spielt Nachhaltigkeit für euch da auch eine Rolle? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Die meisten Outdoor-Kleidungsstücke sind aus synthetischen Fasern. Sie gelten als robuster. Doch Outdoor-Fachmann Daniel Wrede erklärt mir, es gibt auch Nachteile. Diese Jacke hat anstatt einer Kunstfaser, die ja auch wenn sie alt ist und die Jacke irgendwann kaputt ist, immer noch das Plastikproblem hat. Und hier ist halt ein Wollvlies drin. Das hat zwei entscheidende Vorteile. Also eine Wolle ist vom Klima in der Jacke immer angenehmer, weil es eine Naturfaser ist, weil die Menge Feuchtigkeit, die aufgenommen werden kann, viel höher ist als bei einer Kunstfaser. Und die altert viel langsamer. Eine Kunstfaser wird spröde und bricht und dann isoliert sie irgendwann nicht. Und da kann eine Wolle halt viel mehr. Also wir sagen immer, die alten Naturmaterialien, die können eigentlich viel mehr, wenn man sie dementsprechend einsetzt oder auch aufarbeitet.
Auch Lyocell wird derzeit echt gehypt. Das kennt man auch unter dem Markennamen Tencel. Es ist ein Stoff, der zwar künstlich hergestellt wird, das Basismaterial dafür ist aber natürlich Holz. Was kann denn Lyocell genau? Also warum ist das so funktional? Also weil es eben eigentlich auf einem natürlichen Material basiert, also gewisse Eigenschaften mitbringt, was aber chemisch verändert wird, sodass man es eben gut zu einem Garn spinnen kann, was sehr robust ist und eben was Produktionszyklen angeht, auch nachhaltiger als so klassische Materialien. Also dass man nicht wie Polyester, dass man immer neues Erdöl benutzen muss, also neuen Kunststoff herstellt dafür. Naturmaterialien sind generell atmungsaktiver und angenehmer auf der Haut. Synthetik ist dagegen bei sportlichen Aktivitäten praktisch, weil es schnell trocknet. Und vor allem für Obermaterialien ist es gut geeignet, da es besonders wasserabweisend ist. Mit guter Pflege hält Funktionskleidung, egal ob aus Naturfasern oder Synthetik, oft jahrelang. Viele Hersteller bieten zudem Reparaturdienste für Kleidungsstücke an, die kaputt sind oder aufbereitet werden müssen. Wem im Kleiderschrank noch ein bestimmtes Teil fehlt, muss nicht unbedingt neu kaufen. Auch im Outdoor-Bereich gibt es mittlerweile immer mehr Secondhand- und sogar Leihware auf dem Markt. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern natürlich auch günstiger als neue Kleidung. Gefühlt hatte ich jetzt relativ viel Plastik in der Hand, aber es gab auch einiges aus Lyocell und Wolle. Schauen wir uns doch als nächstes mal die natürlichen Varianten genauer an. Hier bei Mufflon wird Funktionskleidung nur aus Wolle, ganz ohne Kunstfasern hergestellt. Woher die Naturfasern stammen, wie der Produktionsprozess abläuft und wie nachhaltig das ist, schaue ich mir hinter den Kulissen genauer an. Geschäftsführer Frank Schürmeier zeigt mir alles. Woher genau kommt die Wolle, die ihr hier verwendet? Die Wolle kommt aus Südamerika und da in der Hauptsache aus Argentinien. Wolle aus Südamerika hat eine sehr gute Qualität, deshalb kauft die Firma sie dort. Wolle etwa von deutschen Schafen ist gröber und eignet sich daher weniger gut. Die einzelnen Wollfäden werden hier im ersten Schritt per Maschine zu einem Stoff gestrickt. Dann kommt der Stoff zum Walken. Das verdichtet das Material und macht es fester. Eigentlich nichts anderes, als wenn Wolle einläuft. Das ist jetzt nur eine kleine Rolle, aber gut aufgerollt. Müsst ihr eure Wolle eigentlich auch chemisch behandeln? Nein, die wird überhaupt nicht behandelt, die wird gewalkt. In einem leicht sauren Medium. Also wir walken nicht mit Seife. Wir möchten unser Wasser gerne mehrfach verwenden zum Walken. Und das geht nur, wenn wir keine Seife drin haben, die dann aufwendig ausgespült werden müsste. Es ist nicht nur die Wassermenge, die man spart, es ist auch die Energie, die man spart, um das Wasser aufzuheizen. Imprägniert werden muss das Ganze nicht, oder? Das ist ja praktisch die Bekleidung der Schafe. Und da ist sehr viel Fett, Lanolin in dem Fall drin. Und durch die Struktur, die wir dem Ganzen geben jetzt, entsteht so eine Art Lotus-Effekt. Da perlen dann Wassertropfen gerne auf der Oberschicht einfach ab. Der fertige Stoff für die Jacken wird dann zugeschnitten. Dabei kann ich helfen. Was macht ihr mit den übrigen Teilen? Die Teile gehen ins Recycling. Das heißt, ihr könnt auch diese Überbleibsel dann nutzen? Ja, das sind ungefähr 20%, die als Verschnitt abfallen. Und die werden aber komplett recycelt und für andere gute Produkte verwendet. Wenn wir das einmal abnehmen und haben hier jetzt so ein Paket mit 8 Ärmeln. Hast du denn das Gefühl, dass sich die Nachfrage nach Wolle verändert hat? Also dass mehr bei Funktionskleidung zu Wolle greifen oder ja, eher das Gegenteil? Wolle wird bewusster eingekauft. Man kann ja trotzdem für ganz extremes Wetter noch eine sehr dünne Regenjacke mitnehmen, die vielleicht aus Kunststoff ist. Aber in den meisten Fällen ist die Wolle einfach Wohlfühlbekleidung. Die meisten Kleidungsstücke, die hier entstehen, werden aus Schurwolle gefertigt. Neben solcher Wolle habt ihr ja auch Merino-Wolle im Programm. Und bei Merino-Wolle steht oft die Praxis des Mulesings in der Kritik. Dabei werden den Schafen mehr Hautfalten angezüchtet, um mehr Wolle zu produzieren. Nur in diesen Hautfalten können sich Fliegenmaden ansiedeln. Und um das zu verhindern, werden bestimmte Hautfalten einfach ohne Betäubung abgeschnitten. Wie könnt ihr denn verhindern, dass das passiert? Ja, da unsere Wolle in der Hauptsache aus Argentinien kommt und da diese Fliege gar nicht vorkommt und die Praxis nicht angewendet wird, ist ausgeschlossen, dass dieses Verfahren dort angewendet wird. Mulesing findet vor allem in Australien statt. Und Australien ist einer der größten Merino-Wolle-Produzenten weltweit.
Einige Labels versprechen Mulesing-freie Wolle. Da wären Responsible Wool Standard, ZQ Merino und New Merino. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, okay, Wolle ist in dem Fall gar nicht so nachhaltig, weil es nicht so lange hält? Kunststoff hat ja das Problem, dass es viele tausend Jahre hält. Und mit der Problematik Mikroplastik und überhaupt, dass es ein Erdölprodukt ist, ist die Nachhaltigkeit sowieso schon fraglich. Und bei Wolle ist es so, wenn sie ihr Lebensende als Kleidungsstück erreicht hat, dann könnte ich zum Beispiel aus so einer Jacke noch eine Kissenfüllung machen, die 100% Natur ist und sich sehr gut anfühlt noch dazu. Da sehe ich die Nachhaltigkeitsvorteile doch eher bei der Naturfaser. Welches Material wie nachhaltig ist, kläre ich gleich noch mit einer unabhängigen Expertin. So, nun haben wir die gedämpfte und fertige Jacke vor uns. Jetzt müssen wir sie nur noch kontrollieren und verpacken und dann wird zusammengelegt. Okay, es spricht also auch einiges für die Wolle. Das ist am Ende aber natürlich auch Geschmackssache. Ich frage mich jetzt immer noch, wie groß ist das Umweltproblem durch die Funktionskleidung? Worauf lohnt es sich wirklich zu achten? Bei der Wolle, bei Synthetik und vielleicht auch beim Waschen? Das fragen wir als nächstes das Umweltbundesamt. Um genau zu sein, Brigitte Zietlow. Sie ist Expertin für nachhaltige Textilien. Der Markt für Funktionskleidung boomt. Brigitte, was sagst du, wie groß ist denn dadurch das Problem für Klima und Umwelt am Ende? Dazu muss man vielleicht wissen, dass der größte Teil der Funktionstextilien, Sporttextilien ja aus Kunstfasern sind. Und für die Kunstfaserherstellung wird sowohl als Rohstoff, aber auch in der Produktion selbst werden nicht nachwachsende Rohstoffe verwendet, also Erdöl. Und der Erdölbedarf ist jährlich so groß wie für 4 Länder zusammen. Das sind Tschechien, Ungarn, Rumänien, Portugal. So groß ist der Erdölbedarf für die Kunstfaserproduktion weltweit. Gibt es denn Kleidungsstücke, wo sich mehr Mikroplastik rauswäscht als bei anderen? Ja, so aus Fließteilen wird sich mehr Plastik, Mikroplastik auswaschen. Das ist einfach schon durch die Struktur bedingt. Deshalb ist es eigentlich wünschenswert, dass nur Textilien aus Kunstfasern auf den Markt kommen, die vorgewaschen beim Händler beispielsweise sind. Denn die Händler haben viel bessere Filter für Mikroplastik als Privathaushalte. Ich habe mir jetzt ein Unternehmen angeschaut, die auf Wolle setzen. Ist Wolle nachhaltiger, weil natürlicher? Wolle, ja, Naturfaser, klar. Bei Wolle ist das Problem, dass die Schafe halt eine hohe Treibhausgasemission durch die Methanausstöße verursachen. Also es ist nicht nur bei Kühen so, sondern genau, auch bei Schafen. Auch. Man muss ja auch sehen, dass ich nicht uneingeschränkt Naturfasern nutzen kann. Also wenn ich die Weltfaserproduktion betrachte, Wolle zum Beispiel als Alternative ist derzeit ja nur 1% der Weltfaserproduktion. Wenn ich jetzt alle Funktionsjacken auf Wolle umstellen wollte, so viel Schafe könnte ich gar nicht halten. Ist denn synthetisch oder chemisch automatisch schlechter als natürlich? Das kann man so auch nicht sagen. Also Polyester beispielsweise kann ich schon, wenn ich Faser-zu-Faser-Recycling mache, und die nachfolgenden Prozesse auch nachhaltig durchführe, dann ist auch Polyester eine Faser, die für bestimmte Zwecke durchaus verwendet werden kann. Das Problem? Oft werden die Kleidungsstücke nicht nur aus Polyester hergestellt, sondern sie bestehen aus mehreren Materialien gleichzeitig. Ich glaube, bei dem hier war es 77% Polyester, 18% Lyocell, 5% Elastan. Das heißt, sowas ist dann schwer zu recyceln. Dann müsste man ja die Fasern trennen können. Das geht meistens nicht. Also es gibt auch Entwicklungen dazu, dass man die Struktur der Textilien so macht, dass man die Fasern trennen kann. Es ist halt schwierig, weil viele der Textilien, das wird man hier auch bei verschiedenen finden, ja aus Mischfasern sind. Die Fasern können noch nicht gut getrennt werden. Wenn recycelt wird, dann kann man häufig nur eine der Fasern rückgewinnen, qualitativ hochwertig, die anderen halt nicht. Was würdest du denn sagen, was ist so das Nonplusultra? Auf welche Siegel sollte ich unbedingt achten? Was sind so die stärksten? Wenn ich Naturfasern habe, dann ist GOTS ein sehr gutes Siegel. GOTS hat mit die strengsten Vorgaben beim Verbot von Chemikalien. Sinnvoll bei Klamotten, in denen auch Kunstfasern verarbeitet sind?
das BlueSign-Siegel. Das findet man auf Produkten, die zu 90% in zertifizierten Fabriken verarbeitet wurden. Wem soziale Standards wichtig sind, der kann auf Fairware und ebenfalls auf GOTS achten. Ich frage mich ja bei diesen Funktionskleidungsstücken wirklich, geht denn super praktisch und super nachhaltig überhaupt zusammen? Da muss man sich erstmal fragen, was ist super praktisch? Wenn ich die Jacke beispielsweise nur brauche, um mit dem Fahrrad zum Bäcker zu fahren, dann ist eigentlich auch diese hohe Wasserabweisung gar nicht gebraucht. Anders ist, wenn ich vielleicht lange Bergtouren mache. Generell kann man sagen, Synthetikfasern eignen sich vor allem dann, wenn man wirklich viel bei Nässe, bei Wind und Wetter unterwegs ist. Wenn man sie gut pflegt, halten sie auch sehr lange. Materialien wie Wolle oder Lyocell haben Vorteile für die Umwelt, können aber nicht ganz so vielseitig eingesetzt werden. Funktionalität und Nachhaltigkeit gehen also gar nicht so einfach zusammen. Und vielleicht müssen wir da auch unsere Erwartungen so ein bisschen runterschrauben. Wolle ist vielleicht nicht für jeden was. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie wurde sie produziert und wie sieht es mit dem Tierwohl aus. Bei synthetischen Stoffen lohnt es sich auf jeden Fall darauf zu achten, dass es PFC-frei ist. Und statt die Jacke neu zu kaufen, lässt sich die alte vielleicht ja auch aufbereiten. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne noch ein Like. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Nachhaltigkeitsthemen binge-watchen wollt, gar kein Problem. Da haben wir zwei Empfehlungen für euch. Einmal zum Thema Fair Fashion und einmal zum Thema nachhaltiger Campingurlaub.